Das Tod-Tutorial von BioInc. Hier lernen wir den kurzen Überblick über das Spiel, wie wir unser erstes Opfer umbringen können. Los geht's. Was passiert hier? Allgemeine Gesundheit des Opfers, verstanden. Je mehr Systeme du ausschaltest, desto schneller verschlechtert sich der allgemeine Gesundheitszustand. Okay. Opfer. Viren und Bakterien werden hier auftauchen. Sammle sie, um Biopunkte zu erhalten und für die Verbesserung von Krankheiten auszugeben. Krankheiten verbessern. Okay. Atemweg. Und dann den Biopunkt. Kriegen wir hin. Gute Arbeit. Sammeln nun 12 Biopunkte. Können wir hier vorspulen? Geht im Tutorial nicht. Okay. Aber hier kann man später dann vorspulen. Verdauung. Fünf Punkte haben wir schon. 12 brauchen wir. Na komm, gib uns Punkte. In den Atemwegen. Finden sich welche. Sieht ja eigentlich noch ganz fit aus. Die Grünen bringen mehr als die Gelben. Okay, Biokarte. Krankheiten, Risikofaktoren und Objekte entwickeln, um die Genesung zu verlangsamen. Super. 12 Biopunkte. Okay. Der ersten Krankheit sollen wir im Atmungssystem anfangen. Ein Grippeknoten. Halsschmerzen als Symptom. Dann machen wir das doch mal. Die erste Krankheit entwickelt. Und die sollen wir jetzt nur verbessern. Okay, 16%. Jetzt soll er Schweinegrippe noch dazu kriegen, der arme Kerl. Schließe nun die Biokarte. Da oben war noch einer. Atemwege sind schon angefangen. Schlimme Grippe hat er sich eingefangen. Auf 80 ist er schon runter. Geht ihm nicht gut. Jetzt sollte er mal zum Arzt gehen. Wir können uns verbessern. 2 Punkte. Er geht zum Arzt. Er versucht ihn jetzt zu behandeln. Okay. Der arbeitet jetzt also gegen uns. Genesung 0%. Wir sehen jetzt, was er macht. Er geht am Stethoskop. Grippe wird behandelt. Wir brauchen jetzt neue Punkte, um ihn woanders anzugreifen. Gib uns doch mal ein paar Bakterien dazu. So ein Wartezimmer ist doch voll davon. Komm. Du willst es doch auch. Okay, wir müssen ihn töten. 2 Krankheiten brauchen wir noch. 6. Dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Heißt Blutgerinnsel. Vier. 6. Zehn können wir schon was anfangen. Können wir hier weitermachen. Tiefe Venenthrombose. Da kriegt er schon mal ein Problem. Ach, das war's schon. Das ging aber flott. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Nun können wir mit den eigenen Experimenten experimentieren, eigenen Strategien experimentieren. Okay. Das ging schnell. Dann gucken wir mal nochmal ins Leichenschauhaus. Und spielen jung und gesund. Vollkommen gesund. Max Mustermann. Schauen wir uns den mal an. Wir haben einen Booster zur Verfügung. Puh, was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, die Gesamtpunktzahl erhöhen. Dann haben wir noch einen Zweier frei. 2 Risikofaktoren. Kosten senken von Risikofaktoren. 15 Punkten starten oder Zufallserscheinen von mehr oder verwirren den Arzt. Je mehr Ressourcen ist gut. Jung und gesund, jetzt geht's los. Töte Max Mustermann. Gut, wir haben Booster, er ist jung und gesund. Wir brauchen als erstes natürlich erstmal wieder Bakterien. Die sammelt man überall, wenn er auf seinem Handy rumwischt. Fest den Einkaufswagen an, zack, fängt er sich Bakterien ein. 2 haben wir schon. Dann geht er irgendwo auf Toilette, fest die Türklinke an. Und schon gibt es neue Bakterien. 4, das ist noch nicht viel. Wir brauchen mehr.
viel mehr. Ich mache hier mal auf Power. Sonst dauert uns das zu lange. 19 Tage, immun. So, mit 8 gucken wir mal, was wir an den Risikofaktoren machen können. Da können wir zum Beispiel Weitergabemerkmal von Eltern oder Vorfahren an Nachkommen. Kreislauf und Muskel, kriegt er da Probleme? Holen wir uns das doch erstmal. Schöne Vorerkrankungen sind immer gut. So, hier tauchen neue auf. Da können wir uns bestimmt den nächsten Risikofaktor dazu holen. Allergien sind also richtig was Feines. Schön ein paar Pollen. Oder geht, weiß ich nicht, in ein Restaurant, rennt eine Katze rum. Okay, im Restaurant eher nicht. Hier in so einem Katzencafé, die gibt's doch jetzt. Er mag total gern Katzen, ist aber leider allergisch gegen Katzenhaare. Und da geht's auch schon los mit der Allergie. 9. 9 können wir schon wieder was anfangen. Jetzt geht's aber los hier. Dann. Ah, er ist so ein bisschen. Mangelernährung. Er will abnehmen. Dann ist er arbeitssüchtig, auf jeden Fall. Und ein Pechvogel. In dieser Phase können wir die leider nicht aktivieren. Aber die können wir noch. In Dehydration. Da sparen wir jetzt mal drauf. Ja, arbeitssüchtig. Sieht nicht gut aus für den Kerl. Schon haben wir genug für den letzten Risikofaktor. Dehydration. Gut, dann können wir jetzt mit den Krankheiten langsam losgehen. Loslegen. Er hat kein Wasser mehr dabei. Was ist los? Einen verloren, Mist. Hat Angst davor, zum Arzt zu gehen. Okay. Das ist doch schon mal für uns sehr vorteilhaft. Können sich die Krankheiten schön ausbreiten. Noch sieht er sehr gesund aus. 100%. Aber warte mal, Max, bis das losgeht. Das kann schnell gehen. Mal gucken, womit wir anfangen. Ich kann ja mit ein paar kleinen Sachen anfangen, die nicht gleich behandelt werden, weil ich störe das ja nicht so. Rachitis, Rückenschmerzen, häufige Infektionen, Leukämie. Müssen wir was Harmloses erstmal nehmen hier? Nee. Hier so ein normales Magen-Darm oder sowas. Durchfall. Dann Typ 1 Diabetes. Ohne schöne Verstopfung. Genau. So schön total bekloppte Symptome. Oh, einmal muss er auf Magen-Darm aufs Klo und dann geht's ihm wieder irgendwie. Kann er nicht aufs Klo? Dann weiß er nämlich auch nicht, was los ist. Zum Arzt mag er ja nicht gehen. Geht nicht. 28 Punkte damit schon. Irgendwie spinnt der. Punkte, da müssen wir natürlich wieder mal was investieren. Ach nee, das ist zu auffällig. Wir müssen was Unauffälliges nehmen. Hier schön. Das war chronischen Stress. Nervenzusammenbruch ist schon zu hart. Harninkontinenz ist noch ganz gut. Nierenzysten.
schöne Harnwegsinfektion. Ja, haben wir noch eine Schlafstörung dazu. Chronische Müdigkeit. Schwindelig wird ihm auch noch. Jetzt geht er doch zum Arzt. Oh oh. Gut, aber wir haben es breit gefächert. Mal gucken, womit der ihn versucht zu behandeln. Körperliche Untersuchung, okay. Mit 14 Punkten. Er versucht da unten zu behandeln, gut. Mit 14 Punkten, wo legen wir denn hier nach? Asthma. Immunschwäche. Schauen wir mal eine Immunschwäche rein. Ja, mit 3 kommen wir noch nicht weit. Da brauchen wir neue Punkte. Ah, 5. Hämorrhoiden vielleicht noch dazu. Reizdarm wäre auch noch gut. Ihren Funktionstest macht er schon. Oh oh. Ja, der ist da leider verbuggt. So, was können wir hier noch machen? Da fehlen uns 2 Morbus-Kronen. Das wollen wir noch haben. Darmkrebs kommt dann als nächstes. Gut. Für ihn nicht gut, für uns ja. Wir wollen jetzt zu seinem Ableben beitragen. 14. Komm, gib uns noch was. So, jetzt kriegen wir hier die ernsten Sachen durch. Ist schon entwickelt. Muss über 80 sein. Okay, das hilft uns nicht. Ein Reizdarm führt zur Belebung. Das hilft uns nicht weiter. Hier könnten wir weitermachen mit Nierenstein. Infektion, da fehlen uns 3, das kriegen wir hin. Komm, gib uns 3. 3 Punkte, komm. Mist, der macht eine Urinanalyse. Komm, gib uns 3 Punkte. Schnell hier rein. Eine Niereninfektion. Eine Sepsis. Oh, eine Sepsis wäre super. Schöne Sepsis. Jetzt kommt da die Notaufnahme. Jetzt müssen wir auf die Sepsis sparen. Gib uns die Sepsis. Erstmal hier schnell ver... Ah, 5. Da fehlt uns einer. Komm. Gib uns den Punkt, gib uns den Punkt, gib uns den Punkt. Systemversagen. Jetzt können wir es hinkriegen. Wo war es? War es hier die Sepsis? Fieber und Magenschmerzen, gut. Auch für ihn nicht, für uns ja. Immunsystem ist kaputt. Jetzt übergibt er sich. Oh oh, MRT des Nierensystems. Sie sind ihm auf der Spur. Wir brauchen schnell Nachschub. Gib uns Nachschub.
Gib uns Nachschub. Wir brauchen mehr Punkte. Bevor sie die Behandlung beginnen. Ich brauche eh eine neue Niere. Es wird nichts mehr. Komm. Verdauung ist vollkommen hinüber. Die ist zusammengebrochen. So, womit können wir ihm jetzt hinhelfen? Damit nicht mehr Asthma. Atemwege sind noch ziemlich intakt. Sarkoidose. Zündliche Zellen sind gut. 12, wie braucht man nochmal? 14, fehlen uns noch 2. Zwei fehlen noch, komm. Gib uns 2. So. Das sollte aber fast reichen. 21% noch, jetzt kommt er gleich in den tödlichen Bereich. Immunsystem auch noch ausgefallen. Kreislauf nimmt rapide ab. Oder bleibt nicht mehr viel übrig. Den kriegen sie nicht mehr zusammengeflickt. Was können wir hier noch mit 13 Punkten machen? Das wurde geheilt, okay. Hier steht uns noch was offen. Sepsis hatten wir entwickelt. Was hatten sie geheilt? Ich will noch irgendwas machen. Hier können wir was tun. Hautkrebs können wir entwickeln. Das ist langweilig. Jetzt ein schönes Blutgerinnsel noch. Und eine tiefe Venenthrombose. Und Max Mustermann. Das war's. Jung und gesund war er einmal. Die Sepsis brachte das Nierensystem als erstes zum Kollabieren. Danach das Verdauungssystem, was eh schon stark belastet war. Das hat ihm dann den Rest gegeben. Der arme Max.